So Leute, ihr seht, ich habe einen Collector Booster. Das ist nicht aller Tage und dementsprechend schauen wir mal rein. Dieses Collector Booster wurde mir ja zur Verfügung gestellt von dem lieben Liplab 1. Ihr könnt den unten mal in den in die Beschreibung schauen. Da findet ihr sowohl den Instagram-Account als auch den Card-Market-Account von dem guten Mann. Der gute Mann ist auf Card-Market ein Händler und hat mir versprochen, wenn ihr irgendwas findet bei ihm, was ihr haben wollt oder ähnliches, könnt ihr ihn auch bei Instagram anschreiben und vielleicht ein paar Prozent Rabatt bekommen. So oder so, er hat mir das zur Verfügung gestellt und das aufgrund von, einer teilweise für mich sehr traurigen Sache. Ich meine, er hat es so oder so mir zugeschickt. Ich war einfach happy, dass ich es aufmachen durfte, beziehungsweise aufmachen darf, weil mir aktuell, ihr seht das schon, vom Equipment ist ein bisschen schlechter geworden. Einiges abhanden gekommen ist an Equipment. Und dementsprechend schauen wir hier mal rein und deshalb nochmal vielen, vielen Dank an den guten Liplab, damit ich das aufmachen darf, weil das ist für mich was ganz, ganz Krasses und ich hoffe, ihr habt Spaß und mir wurde aufgetragen, einen roten Hiedezu zu finden. Eine der teuersten Karten in Modern Magic History und ich glaube, hier ist bestimmt einer drin. Gucken wir mal rein und ja, so, zack, 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 öffnen. Müll weg. Hinter mich geworfen. Ja. So, dann geht das hier irgendwie so auf. Geht das so auf? Möchte das so aufgehen? Hä? Das zieht man doch sonst so hier raus und dann, jawohl. Das zieht man hier raus und hier ist. Was ist denn hier? Hä? Da ist ein russischer Sticker drauf. Hä? Was? Ah, ich erinnere mich. Wir haben auf der MagicCon tatsächlich darüber geredet. Und hier, das sind wohl russische Booster. Also Booster, die für den russischen Markt vorgesehen waren. Aber aufgrund von dem Krieg, den die Deppen eingezettelt haben, ist es einfach so, dass die nicht geliefert wurden. Und die Russen haben einfach nur hier so eine russische Erklärung, beziehungsweise eine kyrillische Schrift ist es ja, darüber. Und ansonsten ist das ein stinknormales Booster. Spannend. Hergestellt in, oh Gott, in den USA. Hergestellt in den USA, nach Russland verschippt. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Jetzt wird natürlich auch spannend, wie ich die Dinger aufbekomme, weil dadurch ist es natürlich noch mal eine Nummer schwieriger. Ich überlege gerade, das mache ich ja normalerweise nie, wo? Aber ich habe hier eine kleine Schere. Eine ganz kleine Schere, die lege ich mir hier beiseite. Und damit mache ich die jetzt auf, weil alles andere ist mir einfach zu anstrengend. Und ja, dann gucken wir. Über mir, die Leute haben wieder richtig Spaß. Auch sehr, sehr spannend. Ich muss mal ganz kurz. Da oben das Kamerading ein bisschen drehen. Ich werfe den Müll einfach mal hinter mich. So, gucken wir an, was wir haben. Wie immer, wenn ich solche Booster durchgehe, gehe ich ein bisschen schneller durch die Comments und Uncomments durch und zeige euch nur, wenn ich wirklich irgendwas brauche bzw. habe, was ich euch überreden möchte, wie zum Beispiel diese wunderschönen Länder. Ha, die sind wirklich hübsch. Die sind wirklich hübsch. Und guck mal, wenn wir was Cooles finden, dass wir darüber reden können. Aber bisher ist alles nur so mittelmäßig. Da haben wir dann einen Soul Ripper. Collusion of the Realms ist tatsächlich ein Commander, denken wir. Ja. NEC. Und die anderen sind NEO. Gut, dann haben wir Owl of the Dawn Sky. Ein sehr, sehr coole weiße Drache, Dragon Spirit. Sehr, sehr cool. Next Standard Art Ishin, Two of S, One. Und ein. Ich dachte gerade. Eine Satsuki the Living Lore in. Ja, Halo in normalem Foiling. Ich weiß nicht mehr, wie das Foiling hieß. Es ist ein bisschen was her von der Zeit, als das hier rauskam. Ich muss gerade überlegen. Es ist Januar, Februar. Es ist länger her.
So, wäre natürlich jetzt bitter, wenn ich beim Schneiden Karten erwischen würde. Oder viel schlimmer, dann auch noch den Zuge, den ich brauche. Deswegen kriegen wir ein bisschen Nervenkitzel, oder? Nervenkitzel ist immer gut, gerade bei so Videos. Und dann haben wir Gift of the Wraths, Commune with Spirits, sehr, sehr gut. Coole Karte. Dann Swamp, nice. Boro, hier kommen so ein bisschen anderer Kram rein. Lizard Blade ist eine ziemlich gute Rare, die auch tatsächlich gefragt ist, mit Double Strike und Reconfigurer. Access Denied, schlecht. Mirror Box, das ist eine sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir das und ich dachte gerade schon. Lightpaw, Emperor's Voice in Full Art. Voll. Aura. Aura gibt es jetzt auch Commander Decks zu. Dementsprechend gar nicht mal so bad. Und dann kommen wir zum nächsten Booster. Ich finde das mit diesen Sachen hier hinten drauf immer noch ein bisschen weird. Aber gut, was soll's. Machen wir das mal vorsichtig mit einer Schere auf. Es ist, dieses mit der Schere aufmachen ist nicht, eigentlich nicht mein Ding. Aber diese Collector Booster sind mittlerweile so wahnsinnig schwer zu öffnen. Dementsprechend, ja. Dann haben wir das. Seju, ui. Schöner Sumpf. Ein Akironen. Es sind halt sehr, sehr viele Kamens und Ankamens hier drin. Ruthless Technomancer. Sehr cool. Kotoast Silent Spider. Tube Ninja. Und Mindlink Mag? Was machst du? Copy. Copy etwas. Und Restoration of Iganjo. Eine sehr, 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 sehr coole Saga. Dann, ich bin ein bisschen nervös. Muss ich ein bisschen sagen. Über mir sind die Kinder wieder am Durchdrehen. Wer es nicht weiß, ich hab über mir ein Autistencenter. Dementsprechend habt ihr manchmal in meinen Videos, dass über mir gerade jemand ein bisschen lauter ist. Aber da kann man nicht viel machen. Patchwork Automaton in Foil. Das ist tatsächlich eine sehr gute Karte, die auch relativ viel gespielt wird aktuell wieder. Beacon Hunt of the Speakable. Dann nehmen wir hier einen Sumpf nochmal. Sehr viele Sümpfe dieses Mal. Gundrexemplar. Dann haben wir hier nochmal den Soul of Kamigawa. Five Color Spirit Dragon. Not bad als Commander tatsächlich. Dann haben wir ein Conquest of the Kami. March of Burgeoning Life. Da, Invoke Calamity, die war tatsächlich am Anfang eine der teureren Invokes. Und Weaver of Harmony, Enchantment Creature, Gedöns. Ja. Kein Voseju bisher. Kein Iganjo, kein Otawara und so weiter. Da muss was kommen. Na, gucken wir mal rein. Spirit. Stimmt, hier gab es ja auch noch diese etwas teureren Ding-Token, wie heißen, das ist ein bisschen Miscut. Also hier haben wir auf jeden Fall einen Miscut, da oben sieht man tatsächlich noch die anderen Karten, wenn man den Rand sieht. Seht ihr das? Wie dick der Rand ist? Ja, gute Miscuts. So, Blessed Samurai, Nezumi, da haben wir dann Specialists. Springleaf Avenger, Insect Ninja tatsächlich. Sehr coole Karte vom Foiling. Research Thief ist tatsächlich eine sehr, sehr starke Karte. Fable of the Mirrorbreaker. Ching. Gute Karte. Gar nicht mal so günstig mittlerweile. Farewell, auch eine sehr, sehr coole Karte. Und Tameshi, Reality Architect. Okay. Und da ist ein Mech Titan. Der ist auch ein bisschen was wert. Man sieht den so schlecht. Selbst hier sieht man das schlecht. Das liegt nicht an meinem Lichtsetup, sondern die Karte ist einfach schlecht zu erkennen. So, dann klapp, 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 machen wir hier den ganzen Kram mal auf und gucken mal rein. Ich bin von Kamigawa immer noch bis heute sehr, sehr, sehr begeistert. Ich finde, Kamigawa ist eins der schönsten Sets überhaupt. Und ja, Reinforcement Drohnen, Planes, dann haben wir das, Fang of Shiganian in Non-Foil und Foil. Weaver of Harmony. Tanuki. Transplanter. Marsh of Swirling.
Evoke Despair und einen Soul Ripper. Der sagt mir gar nichts. 2x4-3 Vehicle. Sacrifice. Okay. Kannte ich tatsächlich gar nicht. Spannend. Spannend, spannend. Gucken wir mal weiter. So, das nächste Booster. Ich bin halt bei so Displays, ich finde das so krass. Für mich ist das so, so krass, da durchzu gehen tatsächlich. Und ich gucke mir ja dann jede Karte an. Müll landet jetzt schon richtig hart auf dem Boden. Ich gucke mir ja immer jede Karte an und versuche da auch ein bisschen noch, gerade was so Value und so weiter angeht, was diesen Wert dieser Karten angeht. Also nicht im Sinne von Geldwert. Das ist mir tatsächlich etwas zweitrangig, sondern eher so Playable-Wert, was eine gute Karte ist, was eine starke Karte ist, was eine coole Karte ist, euch noch zu zeigen. Mountain. Vielleicht. Es gab hier doch auch mal, ich meine, hier jetzt auch andere Foilings gegeben, aber irgendwie kriege ich keine anderen Foilings zusammen. Oder ich vertue mich. Der Mac, Smoke Spirits Aid, Hinata the Dawncrown, sehr, sehr coole Karte tatsächlich. Ein Otawara in Non-Foil in Special Artwork. Endlich. Finally. Sehr, sehr gut. Und Lion Sash in Foil. Tatsächlich eine sehr, sehr viel gespielte Karte in Legacy. In dem sehr hübschen Artwork, wie ich feststellen muss. Ich spiele ja nur Base Artworks in Foil tatsächlich im Devon Texas, aber das Artwork ist richtig hübsch. Gefällt mir? Sehr gut. Habe ich so auch tatsächlich, glaube ich, noch nicht gesehen, weil ich eher so immer das Base Artwork ohne Ende sehe, weil ich davon halt eine Menge spiele. So. Zap, zadap. Dann gucken wir weiter. Puzzle Maker, Return to Action ist auch so ein Artwork, was ich so weird finde. Convert Technician, Born to Dive. Okay, eine Insel, not bad. Engine Fang, Reinforcement Ronin. Der hat doch, das ist doch ein anderes Foiling. Da könnt ihr mir doch erzählen, was ihr wollt. Dass das hier verschiedene Foilings sind. Es fühlt sich zumindest so an. Eins der hübschesten Artworks. Moon Circuit Hacker, eins der coolsten hier für Pauper. In dem Special Artwork in Foil, vielleicht sogar was wert. Karu, nochmal der Awakener. Sokenzahn, auch kein schlechtes Land, wird auch noch gespielt. Auch wenn ich lieber das andere habe. Tamio, The Completed Sage. Incompleted. Aber nicht krass. Und Lightpour. Nochmal Lightpour. Also Lightpour hat uns tatsächlich angetan, so ein bisschen. Ich glaube, davon haben wir jetzt die zweite oder dritte. Ich bin mir gerade unsicher. Gucken wir mal weiter. Ja, bisher muss ich sagen, es tut mir leid, dass ich dieses Booster aufmache. Nicht für mich, nicht für euch, sondern für den lieben Lipplab. Weil, ja, da sieht bisher noch nicht so gut aus. Auf der anderen Seite sind in solchen Displays ja auch tatsächlich meistens dann irgendwo noch so eine High-Hit-Karte, die das Ding rettet. Und das könnte hoffentlich ein Hitezuge sein, weil den hat man ja immer noch nicht alle gefunden. Es gibt davon halt mehr als One of One Ring. Und hier sind die ja tatsächlich noch nicht nummeriert gewesen. Dementsprechend, ja. Rune of Poseju, Sokensan Melter, hübsche Ebene, wirklich eine hübsche Ebene. Bladeless, nochmal der Moon Circuit Hacker, sehr gute Karte. Marsh of Swirling Mist. Myogen of Raging Blades, Roaring Blades. Spannend, dass es die Myogens drin gab. Weave of Harmony, den haben wir, glaube ich, auch zum dritten oder vierten Mal. Krass. Lizard Blades in einem echt geilen Artwork. Also die normalen Lizard Blades sind ganz cool, aber das Artwork hier ist wirklich geil. Und Farewell in... Das ist ein anderes Foiling. Das ist hundertprozentig Edged Foiling. Wenn ich eins erkenne, dann Edged Foiling. Das ist Farewell in Edged Foiling. Ah, sag ich doch, hier gibt's andere Foilings. Ich hab's doch gesagt. Dementsprechend, ja. Gucken wir mal rein. Und ja. Farewell and Edged Foiling. Ich weiß gar nicht mehr, was das Edged Foiling hier, wie selten das hier war. Dementsprechend kann ich es nicht sagen. Red Rogue Spirit. Aber es ist auf jeden Fall schon mal da schon eine ganz andere Sache. Faces Kazami. Spannend. Hübscher Sumpf. Reinforced Human. Silencer.
Zone. Sorkenzahn nochmal ein Foil. Not bad. Release the memory. Kenne ich gar nicht. Exile Target Opponent's Graveyard for each creature card. Okay. Motoki, den hatten wir schon. Thousand Face Shadow. Tatsächlich ein sehr teurer Ninja damals gewesen. Und. Nashi. Moonsage Skyen in. Nicht in Foil. Doch in Foil, aber in anderem Artwork. Sehr, sehr cool. War damals tatsächlich eine der teureren Ninja-Karten, weil es ein Rattencommander war. Mittlerweile gibt es eine Menge Rattencommander, deswegen weiß ich nicht, wie teuer das noch ist. Allerdings, ja, ist eine sehr, sehr coole Karte. Gucken wir mal weiter. Bisher, wie gesagt, ich hoffe noch irgendwas richtig Dickes zu hinten, so Full Art. Vollbuseju wäre ganz nett. Oder halt Nedezuge. Aber, ja, mal gucken. Mal schauen. Da haben wir einen der Schübschen Mountains, Aneronen, Kappa, Nezumi Prawler, auch eine sehr gute Karte. One with Kami, Tameshi. Da ist die Living Lore, nur diesmal in Non-Foil. Und Ishin, the Two Heaven SS1. Die hatten wir gerade eben umgekehrt. Wir hatten die in Foil und die in Non-Foil. Ah, letztes Booster. Ja, ich bin aktuell noch gespannt. Ich bin, wie gesagt, super, super dankbar dafür, dass ich das hier aufmachen darf. Und dementsprechend gucken wir mal rein, was wir so haben. Ich hoffe wirklich auch auf The Big Hit im letzten Booster. Big Hit im letzten Booster ist immer noch sowas. Ha, das wäre schon nice. Insel. Den. Der Specialist. Nochmal ein Moonstick Attack, ein Foil. Oh, not bad. Rison. Kotori, das ist der Commander, den ich von den beiden Commander-Decks am besten finde. Nochmal Lizard Blades. Not bad. Und. Oh, Brilliant Restoration. Sagt mir gar nichts. Und. Inventive Iteration. Sagt mir leider auch nichts. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, es war ganz okay. Ich glaube, es waren jetzt nicht die Heavy-Hitter dabei, was Bosejo oder so weiter angeht. Aber es war, glaube ich, ganz okay. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an den guten Liplab, dass ich das aufmachen konnte. Wie gesagt, schaut bei dem mal vorbei auf dem Card Market. Wenn ihr was kaufen wollt, könnt ihr da mal gerne reinkommen. Der Mann ist super, der Mann ist lieb. Und wenn ihr mich auch unterstützen wollt, auf eine Art und Weise, könnt ihr entweder das Video liken, mich abonnieren. Wenn ihr darüber hinaus uns, also mich noch finanziell ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr es auf Patreon tun. Auch da Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksit. Ciao, ciao.